Hallo und herzlich willkommen zu unserem Beitrag aus Obernkirchen. Ich stehe hier direkt vor dem Mikrofon Kulturcafé, der Kleinkunstbühne und Bar mitten im Herzen von Schaumburg. Und hier gibt es jetzt gleich einen Satire-Cocktail zu erleben, den uns Kabarettist Gerhard Radke kreieren wird. Ich würde sagen, fackeln wir gar nicht lange rum. Ich will euch nicht auf die Folter spannen. Gehen wir mal rein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe unseres Magazins Nichts als die Wahrheit. Nachrichten, Berichte und Kommentare aus der wirklichen Welt. Lassen Sie uns bitte keine Zeit verlieren, unsere Sendezeit ist knapp, deshalb hier gleich die erste aktuelle Nachricht. Gegen Vorwürfe, die Polizei sei nicht frei von rassistischem Denken und Handeln, haben sich jetzt viele Politiker und der Chef der Polizeigewerkschaft entschieden verwahrt. Tatsächlich sei die große Mehrheit der Polizeikräfte immun gegen solche Tendenzen und versehe ihren anstrengenden Dienst ebenso tadellos wie die Mehrheit der Feuerwehrleute, der Lufthansa-Piloten oder der Krankenhauschirurgen. Auch in diesen Berufen fielen nur Minderheiten etwa als Brandstifter auf, sei nicht um die sichere Beförderung der Passagiere bemüht oder vergäßen gelegentlich Teile des Operationsbestecks in den Patienten. In Summe seien diese hundertfachen Einzelfälle jedoch zu vernachlässigen. Viele Menschen, die in den letzten Jahren Opfer von rassistisch motivierter Polizeigewalt geworden sind, hoffen nun bei ihrem nächsten Kontakt mit Sicherheitsbeamten auf Vertreter der tadellosen Mehrheitsfraktion zu treffen. Ein Polizeisprecher zeigte Verständnis für diese Hoffnung und wünschte den Betroffenen viel Glück. Sollte es im Einzelfall doch einmal nicht klappen, fügte er beruhigend hinzu, würden Verletzte im nächsten Krankenhaus von kompetenten Chirurgen wieder zusammengepflegt. Und zwar sehr wahrscheinlich tadellos, außer in wenigen Einzelfällen. Meine Damen und Herren, werte Zuhörende, wir bitten Sie jetzt in eigener Sache um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Im letzten Frühjahr schickten wir unseren freien Mitarbeiter, den Mobilitätsexperten Hildebrand von Hanstein, zur internationalen Automobilausstellung, die im letzten Jahr in München stattfand. Er sollte Sie und uns über die neuesten Trends und Modelle informieren. Stattdessen erhielten wir in unregelmäßigen Abständen per Smartphone mündliche wie schriftliche Nachrichten, in denen uns von Hanstein die aktuellen Fortschritte seiner Reise von Stuttgart nach München übermittelte. Dort ist er nach unseren Recherchen nie angekommen. Er gilt seither als verschollen. Von Hansteins Mitteilungen werfen ein erschreckendes Licht auf die Zustände auf deutschen Autobahnen. Deshalb haben wir uns entschieden, sie Ihnen in einer mehrteiligen Reportage trotz des tragischen Verschwindens unseres geschätzten Mitarbeiters zu präsentieren. Getreu unserem Leitspruch, die Wahrheit ist zumutbar. Dienstag, 12. Mai, befinde mich gerade auf der A8 zwischen Hohenstadt und Märklingen. Denke positiv. Die Schwäbische Alb ist eine ziemlich einsame Gegend. Musste der Stau gerade hier entstehen? Das ist jetzt 3 Tage her. Gestern Morgen sind wir aber immerhin rund 2,70 Meter vorgerückt. Ein Hoffnungszeichen? Andererseits kursiert hier ein Gerücht, dass wir wegen des starken Besucherandrangs zur Automobilausstellung Teil eines flächendeckenden Rückstaus ab München in allen Himmelsrichtungen geworden sind. Müssen diese Deppen dennoch alle unbedingt mit dem Auto anreisen? Diese Extremverstopfung scheint sich also nicht so schnell aufzulösen, wie erhofft. In Berlin ist angeblich sogar ein Krisenstab gebildet worden, der bereits erste Beschlüsse gefasst habe. So sollen die zahlreichen, jetzt in ihren Fahrzeugen urlaubsbedingt festsitzenden
Werksangehörigen der großen Automobilhersteller und Zulieferbetriebe mit einer aus Steuermittel finanzierten Rückholaktion ausgeflogen werden, um ihre systemrelevante Arbeit pünktlich wieder aufnehmen zu können. Anders seien die von den Konzernzentralen für dieses Jahr angepeilten Produktionsmengen auch nicht mehr zu schaffen. Kaum zu glauben, wie verantwortungsbewusst, zügig und zukunftsorientiert unsere politautomobile Elite im Krisenfall zu reagieren vermag. Alle Achtung! Mittwoch, 13. Mai, A8, irgendwo zwischen Hohenstadt und Märklingen oder so. Bleibe entspannt, bis auf Weiteres. Einige besonders Ungeduldige haben versucht, die Autobahn seitlich zu verlassen. Sie wurden allerdings von einheimischen Bauern, die sämtliche Ausfahrten und Feldwege mit ihren Treckern blockieren, daran gehindert. Es heißt, sie wollen ihre schöne Landschaft vor der Zerstörung durch stinkende Blechlawinen schützen. Dabei riecht es nach 4 Tagen Stau schon viel weniger nach Benzin und Abgasen. Allmählich werden ganz andere Gerüche zur olfaktorischen Herausforderung. Deshalb hat ein findiger Unternehmer jetzt begonnen, entlang der Strecke von Stuttgart bis München Dixi-Klos aufzustellen. Ich bin erleichtert. Mich erfüllt ein Gefühl tiefer Dankbarkeit, auch wenn die Nutzungsgebühr üppig ist. Morgen sollen endlich alle Kinder aus unserem Stauabschnitt evakuiert und bei bäuerlichen Familien der näheren Umgebung zwischengelagert werden. Kinderlandverschickung sozusagen. Die Landesregierung hat den notleidenden Bauern die Übernahme der Kosten für diese Ferien auf dem Bauernhof-Aktion versprochen. Die gestressten Eltern freuen sich über diese Entlastung im Staualltag. Dagegen allgemeines Murren beim Nachwuchs. In den Dörfern ringsum soll es nur sehr, sehr langsame Internetverbindungen geben. Wenn überhaupt. Nun etwas Neues aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe. Der Lebensmittelkonzern Nestlé meldet nach der erfolgreichen Übernahme der wichtigsten Weltwasserreservoirs auch Fortschritte bei der Vermarktung der Luft. Auch da sind wir bald am Ziel, so ein Vorstandssprecher. Schon jetzt bietet Nestlé den Verbrauchern günstige Survival-Pakete im Monatsabonnement an. Sie enthalten eine ausreichende Menge Trinkwasser und Atemluft für 30 Tage zu einem fairen Preis. Für Monate mit 31 Tagen wird ein kleiner Aufschlag erhoben. Verbraucherschützer reagierten atemlos. Sie fordern staatliche Unterstützung für Menschen, die sich die Wasser- und Luftabos nicht leisten können, einen Mengenrabatt für kinderreiche Familien sowie verbilligte Nachtluftkontingente. Nestlé signalisiert Entgegenkommen, sofern die Verluste aus der Rabattaktion kompensiert werden könnten, betonte ein Sprecher des Konzerns. Wenn sich alle deutschen Schulmensen zum Erwerb einer Lizenz zur exklusiven Belieferung mit Nestlés umfangreichem Süßwarensortiment entscheiden könnten, werde man sicher auch zu einer Verständigung mit dem Verbraucherschutz kommen. Der Sprecher wörtlich: Wir übernehmen Verantwortung. Unser Angebot berücksichtigt die Ernährungsgewohnheiten der Schülerinnen und Schüler und lässt ihnen genug Luft zum Atmen. Auch wenn wir in Zukunft über die Lufthoheit verfügen, muss niemand atemlos durch die Nacht kommen. Das garantieren wir. Kritiker des Lebensmittelgiganten bezweifeln die Glaubwürdigkeit dieser Äußerungen und bezeichnen sie als Luftnummer. Die Aktionäre des Konzerns setzen dagegen großes Vertrauen in diese Firmenstrategie. An den internationalen Börsen stieg der Aktienkurs des zukünftigen Wasser- und Luftmonopolisten wegen der zu erwartenden schwindelerregenden Gewinnaussichten in luftige Höhen. Donnerstag, 14. Mai. Befinde mich in gewohnter Umgebung, irgendwo auf der A8. Bewahre aber stoische Ruhe. Eine provisorische Stromversorgung wird installiert, damit wir weiterhin Handyempfang haben und mit der staufreien Außenwelt kommunizieren können.
An den Ladestationen bilden sich lange Schlangen. Die vereinzelten Hygienecontainer finden dagegen noch wenig Beachtung. Bevor sich das ändert, nutze ich die Gelegenheit und dusche ausgiebig. Als ich zu meinem Wagen zurückkehre, begrüßt mich der neue Besitzer des hinter mir stehenden SUV. Er hat sich vom früheren Eigner zu einem Autotausch überreden lassen. Sein bisheriger Kleinwagen ist zwar schon 18 Jahre alt, steht aber fast 200 Meter weiter vorne im Stau. Bin mir nicht sicher, ob man mit dieser Methode schneller nach München kommt. Weiter hinten sollen die ersten Lastwagen geplündert worden sein. Besonders betroffen seien LKWs, die Süßwaren, Bier und harte Spirituosen an Bord haben. Das erzählt mir ein vorbeischlendernder Herr, mit dem ich ins Gespräch komme. Er vertritt als Lobbyist die Interessen des Verbandes der deutschen Rüstungsindustrie und freue sich deshalb immer darauf, Leute zu treffen. Fühle mich irgendwie bedroht, lasse mir aber nichts anmerken und lächle eisern. Freitag, 15. Mai, Schwäbische Alb, irgendwo auf der A8. Werde langsam unruhig. Endlich meine Abwechslung. Weiter vorn in der Schlange kommt es zu Tumulten. Ein Autofahrer hat gemerkt, dass während der Wartezeit sein Urlaub abgelaufen ist. Sein Versuch zu wenden wird von erbosten Fahrern, die Angst um die Unversehrtheit ihrer teuren Karossen haben, gewaltsam unterbunden. Ein Rettungshubschrauber holt den Schwerverletzten ab. Die hiesigen Kirchen bieten zur Beruhigung der Gemüter einen ökumenischen Staugottesdienst unter freiem Himmel an. Deutlich mehr Interesse finden aber die Pizza- und Döner-Fahrerkuriere, die sich aufopferungsvoll um das leibliche Wohl der Stauopfer kümmern. Als Freund regionaler Küche google ich nach einem Spätzle-Service. Vergeblich. Ich ertränke meine Enttäuschung mit Hilfe einer Flasche Trollinger, die mir einer der Fahrradkuriere überlassen hat. Zu einem geradezu kriminell hohen Preis. Lasse alkoholbedingt meinem wirren Gedankenfluss freien Lauf und träume von fließendem Verkehr. Stunden später erwache ich aus tiefem, rauschbedingtem Schlaf und werde durch einen Verkehrshinweis meiner Stau-App überrascht. Ab sofort werden nur noch staufreie Fernstraßenabschnitte genannt. Das ist viel übersichtlicher und spart viel Zeit. Einige männliche Stauopfer nutzen diese unvorhergesehene Zeitersparnis für die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen, die jetzt auch schon hier angeboten werden. Ein besonders aktiver soll dem Triebstau dabei so intensiv zu Leibe gerückt sein, dass er wegen eines akuten, sagen wir mal, Verkehrsinfarkts in eins der umliegenden Krankenhäuser gebracht werden musste. Sicher nur ein Gerücht, aber möglich wär's. Übe mich lieber in Verzicht, weil ich mir sonst den überteuerten Rotwein nicht mehr lange leisten kann. Und ich fürchte, den werde ich noch dringend brauchen, wenn ich das hier einigermaßen unbeschadet überstehen will. Noch einmal zurück zu Informationen und Nachrichten aus dem Wirtschaftsleben. Nachdem der Fleischfabrikant Tünnes mit seinem Vorschlag, 20 Kraftwerke in Afrika zur Vermeidung von Kinderproduktion durch nächtliche Erleuchtung zu bauen, auf Kopfschütteln und massive Kritik gestoßen war, hat er jetzt für eine Klarstellung gesorgt. Natürlich sei er bereit, die Kraftwerke mit Schlacht- und Fleischabfällen aus seinen eigenen Betrieben als Brennmaterial zu beliefern. Die könnten bei Abnahme großer Mengen auch zu Sonderpreisen abgegeben werden. Mit den launigen Worten, die Neger haben ja nun mal nicht so viel Kohle, signalisierte Tünnes sein Verständnis für die wirtschaftliche Not vieler afrikanischer Staaten. Deshalb lasse er auch gern über Rabatte und Preisnachlässe mit sich reden. Damit sie sich vor Ort selbst über die hohen hygienischen Standards informieren können, lud er außerdem interessierte Schwarzafrikaner
zum Besuch seiner Fleisch- und Wurstfabriken ein. Die anfallenden Reise- und Unterbringungskosten könnten Sie dann nach dem Ende der Corona-bedingten Betriebsschließungen als Praktikanten abarbeiten und würden auf diese Weise ebenso große Wertschätzung genießen wie Bulgaren, Rumänen, Schweine und Rinder. Die dankbaren Mitarbeiter unterstützen nach dieser Klarstellung eine Petition zur Verleihung des großen Bundesverdienstkreuzes an ihren Chef wegen seiner außergewöhnlichen sozialen Verdienste. Mit der Massenproduktion von Billigfleisch habe er persönlich dafür gesorgt, dass auch arme Würstchen sich regelmäßig Schweinenacken und Koteletts leisten können. 16. Mai. Schnauze voll. Irgendwo auf der Autobahn. Ich bin erschöpft. Ein Kollege meldet sich telefonisch von der IAA in München. Soeben wurde dort ein Gutachten vorgestellt, das allgemein Staunen erregte. Panzer fahren umweltfreundlich, weil in Relation zu ihrem Gewicht der CO2-Ausstoß von schweren Kampfpanzern eher gering ist, erhalten sie ab sofort die grüne Umweltplakette. Wer bisher ein SUV fährt, könne jetzt mit gutem Gewissen aufrüsten und auf Panzer wechseln. Mit rasant steigender Nachfrage werde gerechnet, denn ein Panzer vermittle dem Fahrenden im immer dichter werdenden Straßenverkehr ein starkes Gefühl persönlicher Sicherheit. Die großen Autohersteller arbeiten bereits fieberhaft an neuen Modellen und erhoffen sich technologische Unterstützung von der Rüstungsindustrie. Auf eine Bordkanone soll im Zivilpanzer allerdings verzichtet werden, es sei denn, der Halter verfügt über einen großen Waffenschein. Träume einen Moment davon, mit einem solchen Gefährt alle im Wege stehenden Hindernisse platt zu walzen und so dem Stau zu entkommen. Nehme mir vor, in dieser Sache einfach nochmal den freundlichen Rüstungsfuzzi zu konsultieren. Erschrecke dann über mich selbst und versuche daher, mich mit Yoga-Übungen wieder zu beruhigen, um ein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Sonntag, 17. Mai. Lebe noch. Neige zu Fatalismus. Irgendwo im Stau. Ein Hubschraubergeschwader taucht über uns auf. An Bord alle Landesverkehrs- und der Bundesmobilitätsminister. Sie mahnen per Lautsprecher zur Ruhe und appellieren an unsere gegenseitige Achtsamkeit. Unsere Staugemeinschaft leistet einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in der Region. Deshalb sollten wir weiter Solidarität mit Mensch und Umwelt zeigen und geduldig in unseren stillstehenden Fahrzeugen ausharren. An einer politischen Lösung des Stau-Tsunami werden mit Hochdruck gearbeitet, heißt es aufmunternd. Zurzeit prüft man bereits verschiedene gegen die automobile Dauerverstopfung verfügbare Abfahrmittel auf Eignung und Wirksamkeit. Schöne Aussichten! Ab sofort könnten außerdem Ehe- und eingetragene Lebenspartner verbilligte Bahnfahrkarten erwerben, um ihre dauerstauenden Liebsten einmal zu besuchen. Diese Ankündigung löst aber nicht in allen Wagen Freude aus. Ich denke über Beziehungskonflikte und Scheidungsquoten nach. Könnte man die nicht durch regelmäßige Stauteilnahmen im Partnertausch vermindern? An den wenigen verbliebenen Straßenabschnitten, auf denen der Verkehr noch fließt, sollen sich laut Verkehrshinweis an den Straßenrändern und auf Brücken Legionen von Schaulustigen versammelt haben, die dieses ungewöhnliche Phänomen bestaunen und vor dem Hintergrund fahrender Autos Selfies aufnehmen wollen, als Erinnerung an die gute alte Zeit. Der neueste nostalgische Trend. Eine sehr spezielle Art von Erlebnisreisen. Frage mich im Stillen, wie die bloß alle dahin gekommen sind, ohne Auto.
Erfreuliches, innovative Trends und kreative Ideen jetzt zum Thema Hinrichtungskultur. In diesem Jahr ist die Barmherzigkeitsmedaille des Internationalen Bundes wahrer Christen an einen US-Gouverneur verliehen worden. Er hatte ein halbes Dutzend zum Tode Verurteilter beschleunigt hinrichten lassen, um das vorgeschriebene Haltbarkeitsdatum der verwendeten Giftcocktails nicht überschreiten zu müssen. Die Jury wertete diese Entscheidung als vorausschauendes, verantwortungsvolles Handeln und als einfühlsame, humane Geste im gesundheitlichen Interesse der betroffenen Todeskandidaten. Die Hinrichtungen verliefen komplikationsfrei. Am Rande des Festakts zur Verleihung der Medaille sorgten weitere Informationen und Ideen für gute Stimmung unter den Gästen. So wurde bekannt, dass der Tod durch den Strang ab sofort mit Seilen aus Biohanf vollstreckt werden könne. Sie hätten sich in Labor- und Tierversuchen als hinreichend robust und reißfest erwiesen. Für Hinrichtungen mit dem elektrischen Stuhl werde schon bald die Versorgung mit grünem Strom garantiert. Eine entsprechende Verordnung sei bereits im Anhörungsverfahren. Umweltschützer zeigten sich zufrieden. Ein Schritt in die richtige Richtung. Grüner Strom ist Menschenrechtsstrom, freute sich eine Sprecherin. Die Nachrichtenagenturen Saudi-Arabiens und des Iran reagierten dagegen kühl auf diese neuen Trends. Man sehe nicht den geringsten Reformbedarf, denn das bei den üblichen Steinigungen zum Tode verurteilte Frauen benutzte Material habe sich hundertfach bewährt, sei robust, praktisch unbegrenzt wiederverwendbar und daher unter ökologischen Gesichtspunkten völlig unbedenklich. Die Terrororganisation IS ließ per Twitter wissen, ein Video, in dem einem Ungläubigen der Kopf vom Rumpf getrennt wird, sei eine grobe Fälschung. Tatsächlich habe es sich nur um ein Fallbeilspiel gehandelt. Dieses Dementi stieß auf große Skepsis bei den Besuchern des Festakts. Mehr Hoffnung setzt man auf die Betonung der sozialen Komponente bei Hinrichtungen, wie sie das kommunistische China praktiziert. Hier kooperieren die staatlichen Hinrichtungsmanufakturen eng mit den benachbarten integrierten Organentnahmekliniken. Das sei eine wirksame Strategie gegen den illegalen internationalen Organhandel, betonte ein bekannter Transplantationschirurg, der aus rein beruflichen Gründen an der Veranstaltung teilnahm. So kommen endlich genügend legal gehandelte Humanersatzteile auf den Markt. Auch kleinere Fortschritte wurden gewürdigt. So wird seit kurzem im internen Schriftverkehr der Justizbehörden der USA die Formulierung Henkerinnen und Henker verwendet, um der bisherigen Benachteiligung des weiblichen Geschlechts in dieser Branche gegenzusteuern. Damit wird einer alten Forderung der Gleichstellungsbeauftragten endlich entsprochen. Die langjährigen Bewohner der Todestrakte US-amerikanischer Gefängnisse haben in Zukunft ein Mitspracherecht bei der Wahl ihrer Hinrichtungsmethode angeboten, werden erhängen, Giftcocktail, elektrischer Stuhl erschießen und Fallbeil. Von dieser Wahlfreiheit und der Berücksichtigung von Kundenwünschen versprechen sich die Behörden mehr Zufriedenheit und Kooperationsbereitschaft bei den Todeskandidaten. Große Fortschritte sind auch aus Sri Lanka zu vernehmen. Dort werden jetzt Henker per Zeitungsannonce gesucht. Die Strafvollzugsbehörden suchen männliche Bürger im Alter von 18 bis 45 Jahren mit ausgezeichnetem moralischen Charakter sowie sehr gutem Verstand und mentaler Stärke, heißt es in der Anzeige. Der Staatspräsident, auf dessen Drängen die Todesstrafe wieder eingeführt wurde, erwartet für sein fürsorgliches Vorgehen angemessene Dankbarkeit von den Delinquenten. Die können sich allerdings nicht mehr äußern. Die neu gewonnenen Henker haben bereits mentale Stärke gezeigt und ganze Arbeit geleistet. Für einen Missklang sorgten am Rande der Veranstaltung allerdings einige Metzger, die wegen des Trends zu vegetarischer oder gar veganer Ernährung von Arbeitslosigkeit bedroht sind.
Auf die ihnen angebotene Umschulung zu Scharfrichtern reagierten sie mit lautstarkem Protest und der Forderung nach vollständiger und weltweiter Abschaffung der Todesstrafe. Mittwoch, 20. Mai. Irgendwo im schwäbischen Nirgendwo deliriere gelegentlich, weine oft. Fummle, um auf andere Gedanken zu kommen, lethargisch am Autoradio herum und bekomme im Verkehrsfunk mit, dass psychisch labile und erschöpfte Stauteilnehmer auf Antrag einen Rückreisevergütungsbonus der Bahn erhalten können, damit sie jedes zweite Wochenende zur Regeneration nach Hause fahren können. Keine schlechte Idee. Bin aber zu antriebsschwach, den erforderlichen neunseitigen Antrag korrekt auszufüllen. Und außerdem, wo ist denn hier der nächste Bahnhof? Immer mehr Mitstauende verlassen ihre Fahrzeuge, schleichen sich im Schutz der Nacht davon und beauftragen örtliche Wachdienste mit der Beaufsichtigung ihrer Autoimmobilien. Betuchtere lassen ihre Wagen von Hubschrauber-Abholdienstleistern entfernen und durch ein besonders PS-starkes, innovatives Modell mit Elektroantrieb ersetzen. Für den Fall, dass es doch irgendwann mal weitergeht, möchten sie wohl nicht für Technikmuffel oder Umweltbanausen gehalten werden. Außerdem werben die Hersteller für diesen Wagenaustausch mit Abwrackprämien, Preisnachlässen und Sonderrabattaktionen. Die Automesse in München ist längst vorbei. Ich pfeife auf die 0,8 Promille Grenze und bin jetzt exklusiver Trollinger Stammkunde beim einzigen noch verbliebenen Fahrradkurier. Die anderen sind sukzessive durch Drohnen ersetzt worden. Ich schätze aber nun mal den persönlichen Kontakt mit meinem Dealer. Erlebe im Rausch metaphysische Momente und entwickle allmählich ein Gefühl für Unendlichkeit. Wenn ich irgendwann mal nüchtern bin, verschenke ich meine Karre an einen der autogeilen Jugendlichen, die jetzt immer öfter um die verlassenen Stauwagen herumlungern. Dann mache ich mich auf den Weg nach Berlin zur nächsten Automobilausstellung. Zu Pferd, zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Tretroller, dem Dreirad oder Bollerwagen, auf Rollschuhen, Skateboard oder Stelzen. Was weiß ich. Mal sehen. Ich schaffe das. Irgendwie. Glaube ich. Meine Damen und Herren, dies sind die letzten Mitteilungen, die wir erhielten. Danach brach jeder Kontakt zu von Hanstein ab. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll man ihn Wochen später völlig aufgelöst und von Heulkrämpfen geschüttelt auf einem Autofriedhof umherirrend gefunden haben. Nach einem knallharten Alkoholentzug habe er sich, so die Gerüchteküche, in die Einsamkeit eines Bergklosters zurückgezogen, wo er jetzt seine verstörenden Stauerlebnisse gründlich reflektiere und an einer Revision seiner beliebten und vielgelesenen Autobiografie arbeite. Bisheriger Titel: Immer in Bewegung. Mein Auto, mein Leben. Meine Damen und Herren, mit diesen erschütternden Nachrichten wollen wir Sie nicht alleine lassen. Deshalb nun noch ein Bericht aus der großen Welt der Kultur, der Ihnen zeigt, dass manch missratener Beginn doch noch zu einem großen Erfolg werden kann. Doch hören Sie selbst. Zu einem denkwürdigen Ereignis wurde das letzte Konzert in der bis auf den letzten Platz ausverkauften städtischen Mehrzweckhalle.
Nachdem das festlich gestimmte Publikum die Ohren geordnet und das Gehör an der Garderobe abgegeben hatte, versuchte zunächst ein Nachwuchsensemble junger Blechblasender die Stimmung im Saal anzuheizen. Mit dem Titel Blowing in the Wind machten die engagierten, aber unerfahrenen Musiker ihrem originellen Namen Lautbläserinnen und Lautbläser alle Ehre und bliesen die Zuhörer förmlich von den Sitzen. Das ohrenbetäubende und talentfreie Getute und Geblase in Tateinheit mit beträchtlichem Speichelfluss, der den Musikanten wegen der intensiven Mundbeatmung ihrer Instrumente ungewollt entwich, konnte schließlich nur durch ein gellendes Pfeifkonzert des lärmgeplagten Publikums gestoppt werden, sodass der erste Auftritt der unbedarften Nachwuchskapelle schon nach 2 Stücken abgeblasen werden musste. Die Blasmusik-Novizen verließen fluchtartig die Bühne, nicht ohne dem akustischen Blech auch noch einen hygienischen Totalschaden hinzugefügt zu haben, denn sie hinterließen außer dem allgemeinen Empfinden temporärer Taubheit überdies einen im Scheinwerferlicht milchig schimmernden, flächendeckenden Belag von zähflüssiger Konsistenz auf dem Bühnenboden. Ein Skandal drohte, der Saal befand sich in hellem Aufruhr, erst als die Landstreicher, das erfahrene Kreiskammerorchester, die Bühne enterte, dabei die halb geronnenen Spuckelachen souverän missachtend, legte sich der Sturm der Entrüstung und die versierten Amateure konnten mit ihrem feinen Anstrich die Ruhe wiederherstellen. Als während einiger besonders zart intonierter Passagen die »Lauter! Lauter!« Rufe des überwiegend älteren Auditoriums immer dringlicher klangen und die fein abgestimmten Harmonien der Landstreicher zu übertönen drohten, reagierte das Orchester mit einem kühnen Wechsel seines Repertoires. Zum nicht geringen Erstaunen der Anwesenden stimmten die Musiker jetzt eine eigenwillige und rustikale Version des alten Tom Jones-Hits Sex Bomb an, wobei sie ihre filigranen Instrumente dermaßen traktierten, dass so manche Saite riss und die überrumpelten Senioren nach kurzer Schockstarre sich den sexistischen Obertönen des Songs freimütig auslieferten, in körperliche Verzückung gerieten und rhythmisch mitzuwippen begannen. Bei der dritten Wiederholung von Sex Bomb im Zugabenteil hatte sich die Atmosphäre im Saal bereits dermaßen aufgeheizt, dass die männlichen Streicher Jacken und Hemden ablegten und mit bloßem Oberkörper die restlichen Saiten ihrer Streichinstrumente bearbeiteten. Ein überraschender Streich, der vielen Zuhörerinnen die Röte in die üppig gepuderten und geschminkten Gesichter trieb und spontan ekstatische Laute entlockte, während ihre männlichen Begleiter ihr mehr oder weniger noch vorhandenes Resthaar durch emsiges Headbanging in Bewegung zu versetzen versuchten, was einigen auch tatsächlich gelang. Nach weiteren 8 Zugaben mussten die erschöpften Musikanten die Segel endgültig streichen. Zu stark hatten sie inzwischen ihre empfindlichen Streichinstrumente buchstäblich zersägt. So fand dieser Konzertabend doch noch einen zwar unvorhergesehenen, aber versöhnlichen und würdigen Abschluss. Meine Damen und Herren, bleiben Sie uns gewogen. Mit diesen optimistischen Tönen wollen wir unsere heutige Sendersendung beenden und hoffen, Sie wiederzusehen in einer weiteren Sendung unseres satirischen Magazins Nichts als die Wahrheit. Neues aus der wirklichen Welt. Ich danke Ihnen. Ja, lieber Gerhard, dem schließe ich mich an. Vielen Dank für diesen Satire-Cocktail, den du hier heute kreiert hast in der Kleinkunstbühne und beim Mikrofon. Entschuldige, ja? Guido, da fällt mir ein. Weitere Konzerte der Landstreicher müssen abgesagt werden. Wie bitte? Ja, weil die Reparaturen dieser empfindsamen Instrumente einen großen Zeitaufwand bedeuten und überaus teuer werden. Außerdem haben sich einige in dem zugigen Saal der nur halbnackten Bekleideten und der halbnackten Streicher erkältet. Oh, kann ich mir vorstellen.
Es geht um Ihre Gesundheit. Tja. Aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Verständlich. Nein, nein, aber das waren ja auch noch wichtige Zusatzinformationen. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauer. Ach, da fällt mir noch ein. Lieber, ja. Du, entschuldige bitte. Noch eine Nachricht. Die Laubbläserinnen und Laubbläser haben angeboten, die ausfallenden Konzerte zu übernehmen. Okay. Die Veranstalter haben aber dankend abgelehnt. Sie seien allenfalls bereit, die Laubbläserinnen und Laubbläser als Putzkolonne in den städtischen Vergnügungsstätten einzusetzen. Allerdings erst, wie ich hinzufügen muss, nach einer längeren Probezeit. Auch das erscheint mir verständlich. Also, dann nochmals vielen Dank, lieber Gerhard, für diesen Satire-Cocktail hier im Mikrofon in der kuscheligen Kleinkunstbühne in Obernkirchen. Ja, zu Hause an den Bildschirmen, einfach mal auf diesem Wege etwas zum Schmunzeln. Bleibt positiv, nutzt diese Zeit, um euch auf positive Dinge zu konzentrieren und lasst den Kopf nicht hängen. Bleibt gesund, alles Gute. Ciao. Ciao.